So, der nächste Motor abgekackt. Bosch CX4. Das will ich nicht hören. Fehler 504? Ja. Hat auch immer das bedeutet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute wieder ein Thema für euch. Komm mal her. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich schwör's euch, diese Bremse, die hat so Nerven gekostet. Also, vorab erstmal die Leute, die eine Maxime haben, gerne melden. Ich habe noch nie so Schwierigkeiten gehabt, eine Bremse zu entlüften. Der absolute Hammer. Ich bin gestern tatsächlich auch noch zum Händler gefahren, weil ich auch noch ein anderes Thema habe mit meinem Motor, zeige ich gleich mal. Wir haben 3 Stunden versucht, die Bremse zu entlüften, also ein Fachmann. Und wir haben es zwar hinbekommen, aber der Druckpunkt hinten ist immer noch schwammig. Wir sind exakt nach Twixter-Anleitung gegangen mit Sekundärkammer, mit Hauptkammer und bla und Vertikalstellen und was weiß ich. Also wir haben alles versucht, aber der Druckpunkt hinten ist im Vergleich zu vorne einfach kacke. Ja. So ein Problem habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, tatsächlich. Also wenn ihr da Erfahrungswerte habt, meldet euch gerne. Ja, zweites Thema ist der Brose-Motor. Er hat mal wieder, ich versuche es mal zu simulieren. Jetzt ist natürlich weg. Ich weiß, hast du das kleine Short-Video gestern gesehen? Tim? Nee, habe ich nicht gesehen, du. Ja, der Motor ist platt. Der Motor ist platt. Ja, wie Dienstag getauscht. Ich habe einen guten Händler, der hat die tatsächlich auf Lager. Kann ich Dienstag vorbeibringen, Donnerstag abholen. Ja, war mit einkalkuliert. Man ist von Specialized leider nichts anderes gewohnt. Also die haben immer noch ein Thema mit dem Motor, tatsächlich mit dem Riemen. Ja, aber ist ja schnell gelöst, das Problem. Ja, ansonsten haben wir einen Gast dabei. Wen haben wir denn dabei? Hallo, ich bin Tim. Der Tim ist der Nachbar von Marcel. Er hat mal wieder Bock gehabt zu fahren und ist natürlich herzlich willkommen. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf die Trails. Wie lange bist du nicht gefahren, Tim? Frag besser nicht. Also die Neujahrsvorsätze sind auf jeden Fall da, dass dieses Jahr mal wieder ein paar mehr Kilometer zustande kommen als letztes Jahr. Naja. Also vielleicht seht ihr mich auch noch mal wieder in den Videos. Aber es sind schon einige Monate, ne? Ja, es sind schon einige Monate. Okay. Ja, fangen wir mal langsam an heute. Ich muss mich auch erstmal an die Bremspower gewöhnen. Weil, ich zeige euch das nur mal ganz kurz, ich bin ja jetzt kein Leichtgewicht, ne? Die Bremse ist noch nicht eingebremst und ich sitze. Ey, das ist so krass. Ich muss echt aufpassen. Alter Falter. Also, Power hat die Bremse auf jeden Fall. Ja, Marcel und ich haben gesagt, dass wir noch mal ein separates Video machen. Wir haben echt Probleme mit der Bremse gehabt. Montage, alles. Also da sind so einige Sachen, die nicht wirklich durchdacht sind und das werden wir auf jeden Fall nochmal thematisieren. Aber heute jetzt werden wir erstmal auf die Trails gehen. So, genug gelabert. Wir sehen uns gleich auf den Trails. Bis gleich. So, Tim bremst mal die nicht eingebremste Maxima. Ja, aber auf jeden Fall kürzere Beine als ich. Vorne ist schon. Also vorne. Übel, ne? Seht ihr das? Ist das so? Das ist schon böse. Bin ich noch nie eingebremst, ey. Alter Falter, ey. Morgen. Also vorne ist auf jeden Fall gefährlich. Hinten finde ich jetzt gar nicht so scheiße. Ja, ist besser geworden, der Druckpunkt. Also ey, aber Gefühl her wie die Magura ungefähr. Ne? Ja, aber ist unterschiedlich zu links. Ich mag das überhaupt nicht. Wir fahren hier links. Ja, du hast eine krasse Lenkerposition, mein Freund, Alter. Und ich sitze fast auf dem Boden mit deinem Rad. Guck mal. Ganz hoch. Guck mal. Nee, ich meine. Ja, der Dämpfer. Fliegengewicht eingestellt, ne? Ja. So. Also, jetzt ist mein Lenker aber schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich deinen gerade ein bisschen besser finde. Ja, ey, Junge, du hast den so stehen. Pass mal auf, warte mal, halt mal an. Ganz kurz.
Leute, guck mal hier, das, also bist du ein XT-Fahrer oder was? So wie du den Lenker stehen hast. Ja, das gibt schön Druck aufs Vorder. Ja, mach, alles gut. So, mein Lieber, da geht's rein, geradeaus, ich fahre mal hinterher. Weil ich muss mich ein bisschen an die Bremse hier gewöhnen. Alter. Alter. Scheiße, Alter. Die Alter, da muss ich mich echt krass dran gewöhnen. Jetzt so ein Momentum. Der blockiert sofort das Vorderrad. Ja, hast du nichts verlernt, du. Also ich sag jetzt vom ersten Gefühl her, ist die Bremse zu heftig für die Matsche. Ja. Ja, die haut schon mächtig rein, ne? Ja, und du brauchst nur antippen, ne? Das ist schon echt, echt übel. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich für den Winter doch die kleinen Scheiben drauf. Der Motor hört sich so ein bisschen an. Irgendwas im Rotor. Ja, das also, ist ein, da ist da so ein Riemen drauf und der löst sich gerade auf. Jetzt hört man es ganz gut. Jungs, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, kannst du auch. Scheiße, ey. Ja, ja, ich mit meiner Maxima hier. Bereit? Ich glaube, ich mache mit dem Team jetzt gleich noch die Challenge. Die Füßchen-Challenge. Ja. Noch ein Bier gewinnen. Nee, Rad macht sie selbstständig gerade. So, Tim, darfst direkt durchfahren, wenn du Füßchen machst.
Dann geht die nächste Runde Bier auf dich. Das ist meine Lieblingschallenge hier. Wenn ich was mache? Also den Trail komplett runterfahren, Tempo ist egal. Ohne nasse Füße? Ohne Füßchen. Ohne Füßchen? Ja. Ja, warte, ich hab die noch gar nicht auf Kamera hier. Du scheißt hier sonst. Jawohl, Tim. Also das Fahren nicht verlernt. Obwohl er so viele Monate nicht gefahren ist. Nicht gerade die einfachsten Verhältnisse. Super. Tim, rechts. Nein, nein. Hat keiner gesehen. Nee, wir bleiben hier. Nee, da fahren wir auch nicht runter. Oh, der ist doch schön. Ja, die Kurve fahren wir da auch nicht. Komm. Ich habe schon so viel da unten drin liegen sehen. Ja, das ist die abfallende Kurve, die sucht. Ja, Bier geht auf mich, auf dich, ne? Letzten Meter. Ja, Gefühl kommt für die Bremse. So langsam, aber ich werde trotz allem auf die 203er Scheiben wechseln. Weil die Power, die brauchst du für diese Verhältnisse definitiv nicht. Und da ist mir die Gefahr zu groß, mal unaufmerksam zu sein und dann sich zu verbremsen. Aber es ist doch schön, dass man mal eine Bremse entschärfen muss und man die Option hat, wieder abzugraden. Das hört sich doch gut an, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen neidisch auf die Bremse. Ich muss sagen, die Bremse fordert mich extrem gerade. Boah, die Bremse, die fordert mich so extrem. Aber ist gut für die Balance. Boah, jetzt rutsche ich in die Rinne rein. Ich will nicht in die Rinne. Warte. Ja, warte. Ja. Hey boy! Fahren wir runter, ne?
Boah, eine Plörre hier, ey. So, der nächste Motor abgekackt. Bosch CX-4. Das will ich nicht hören. Fehler 504? Ja. Hat auch immer das bedeutet. Oh, der bleibt da bestehen. Mal weggedrückt, mal gucken, ob was geht. Oh. Musst du Meister Google fragen. Der kann dir die Frage bestimmt beantworten. Ist keine Leistung mehr? Nein. Scheiße. 504. Das googeln wir gleich mal. Das gibt's doch nicht. Hast du gar keine Leistung mehr? Nee. Ja, der zieht einmal an. Ja, hab ich gesehen. Und dann tackert der immer so. Geil, ey. Tim, wie war's? Bis gerade eben ziemlich gut, aber jetzt gerade will ich mal wissen, welcher Fehler das ist. Fehler 504, Bosch CX-4. CX-4, Fehler, oh, 504. Ja. Ah, diese Software sollte mittels einer Logik erkennen, ob das E-Bike getuned wurde. Ist dies der Fall, wird ein Notlauf aktiviert. Das bedeutet, im Display erscheint der Fehlercode 504. Ja, Leute, das kommt davor ja richtig hier. Richtig was in der Wade hat. Ist mir aufgefallen. Scheiße, wa? Nee, ist tatsächlich nicht getuned. Scheiße. Ja, was? Ich habe mich auch erfolgreich davor gedrückt, da jemals ein Software-Update zu machen oder ähnliches. Also, Service. Also, ich habe den Fehler hat der Bosch, der Ole von uns auch schon mal gehabt. Und der Jorge auch. Die haben das irgendwie mit dem Akkuschrauber gelöst. Ja, ja, du musst das irgendwie drehen mit dem Akkuschrauber. Ich frag die mal. Ich guck gleich mal nach, ob ich da irgendwas finde. So, vielleicht ist er einfach nur ein Wackerliegen irgendwo dran. Ich kann mal eben gucken, wie viel ich jetzt runter habe. Das wäre dann nämlich tatsächlich der erste Fehler bei diesem Fahrrad. Gehen wir an. Ist ja alles elektronisch, das heißt, wir haben natürlich auch irgendwo eine App hier drauf, die ich, seitdem ich das Fahrrad benutze, ach da, haben wir doch unsere Bosch App. Da müssen wir erstmal ein Update machen, weil ich die schon so oft benutzt habe. Ja, 21, 22, 23. So, Bluetooth verwenden, mein E-Bike. Sag mir mal eben parallel, was man hier machen kann. Geometrie verstellen oder was? Oder ein kleines Laufrad fahren? Du kannst Mullet fahren. Ah. Das ist jetzt das Jam, ne? Ja, genau, Jam 2. Ist regulär gar nicht mit so einer großen Gabel ausgerüstet, sondern mit 150 mm. Ja. Aber so wie das jetzt ist, ist eigentlich nur noch der Rahmen original und der Rest ist eigentlich alles zusätzlich. Ne? Andere Kurbel, andere Pedale. Da habe ich mir extra von so einem Typen hier so einen Carbon-Schutz machen lassen, weil das natürlich immer geil ist. Carbon ist leicht und ja, ja, sieht gut aus. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Vorne eine andere Achse drin, die Laufräder sind anders. Okay, hinten ist jetzt das originale Laufrad drin, weil ich auf der DT Swiss-Felge so eine Klanke drin habe, dass ich die erst wieder richten muss. Bremsen anders, die Sattelstütze, der Sattellenker. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier vielleicht noch mal irgendwas sehen oder muss ich es jetzt wieder auspacken? Fehler 504, das weiß ich doch, das will ich doch gar nicht sehen. So, WhatsApp getuned, haben wir. Getuned. So, ist aufgefallen. Durchschnittliche Kilometer. Nein, Ole hat den Fehler auch schon. Gesamtstrecke 3400 tatsächlich. Ah, okay. Also gar nicht mal so viel, wie ich eigentlich dachte. Aber ich finde für 3400 Kilometer einmal Kettenkit gemacht. Bremsen, okay, gut, muss man wahrscheinlich öfter machen. Aber ich habe einfach, wenn der Bremsbelag runter war, immer die Bremse gewechselt komplett. Und ansonsten, toll, toll, toll. Also dafür, bei so einer Laufleistung, kein Service in der Fachwerkstatt gemacht, sondern alles immer nur selber.
würde ich mich jetzt nicht beschweren. Wenn das dann tatsächlich der erste Fehler ist, der Auftritt, wo man dann zum Händler hin muss, also ja. Top, ne? Bosch ist ja auch dafür bekannt, dass sie relativ guten Service bieten und da hast du eine gute Ersatzverversorgung. Ich glaube, da wirst du schnell gelöst gehen. Aber ich frage trotz allem den Ole mal, weil der hat den Fehler auch gehabt, ja, und konnte ihn selber lösen. Irgendwie mit dem Akkuschrauber. Ehrlich, ja, kein gut, Scheiß. Dann müssen wir gleich mal gucken. Tja, das heißt heute Abend dann schrauben, ne? Ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich doch morgen nicht, ne? Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Ansonsten, tschüss. Sag ich dir Bescheid, ne? Vielleicht bis morgen, vielleicht auch nächste Woche. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Hast du noch was zu sagen? Ja, macht euren Service. Ansonsten lest euch das Wissen an und wenn ihr Fragen haben solltet, ich glaube, ihr könnt auch einfach mal schreiben. Der Mitch wird schon eine Antwort für euch haben. So sieht's aus. Bis dann. Ciao.